Carsten, es ist sehr schön, dich zu sehen. Bist du wieder fit? Geht's dir gut? Was er am Ende der letzten Saison noch verletzt? Was hat sich an der Front getan? Ja, ist auf jeden Fall deutlich besser. Ich bin momentan noch nicht im Mannschaftstraining dabei, aber es wird sich nur noch um Tagen oder kleine Wochen handeln, wo ich dann auch ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Der Verein gibt mir viel Zeit, um mich da wirklich 100% zu regenerieren, damit ich dann auch im Endeffekt die komplette Saison fit bin. Das freut mich sehr zu hören. Wie war denn dein Sommer? Zu kurz? War eine lange Saison? Oder? Ja, war deutlich natürlich zu kurz. Im Endeffekt, als ich nach Bamberg zurückgekommen bin, bin ich direkt in die Reha eingestiegen. War dann jeden Tag, 5 Tage die Woche in der Reha, jeden Morgen. Und Urlaub ist dieses Jahr zu kurz gekommen. Hat sich dann auch um den Hausbau gekümmert. Sind jetzt seit einer Woche ins Haus eingezogen. Deswegen war der Sommer relativ kurz und unspektakulär. Viele Projekte aber. Sprechen wir mal ganz kurz über die vergangene Saison. War ja eine intensive und emotionale Saison mit BCL-Titel, Vizemeisterschaft, die Verletzung, die ich eben schon angesprochen hatte. Vielleicht kommen jetzt ganz offensichtliche Antworten. Ich frage trotzdem mal dein schönster und dein schlimmster Moment. Ja, hast du dir im Endeffekt schon selbst beantwortet. Ich dachte, vielleicht kommt was Überraschendes. Nee, der schönste Moment war natürlich, dass wir die Champions League gewonnen haben. Für mich persönlich das Schlimmste. Ich denke, da blutet jedes Sportlerherz, wenn du im Finale nicht dabei sein kannst. Beziehungsweise dann auch im Halbfinale nicht wirklich mitwirken konntest. Ist es nicht schön, aber ich meine, es ist leider Gottes der Weg einiger Sportler. Aber ich habe schnell gemerkt, die Mannschaft hat mich unterstützt, meine Familie, das Team ums Team rum. Dass ich ein großer Teil von der ganzen Geschichte war und nur weil ich jetzt das Finale nicht gespielt habe, mir den Titel jetzt nicht irgendwie weniger zuschreiben dürfte. Das ist eigentlich schon meine nächste Frage beantwortet. Ich wäre jetzt ein bisschen darauf, hätte so ein bisschen darauf hinausgewollt, wie du mental damit umgegangen bist, dass du verletzungsbedingt nur, sage ich mal, von der Teamwork aus unterstützen konntest. Du hast selber schon gesagt, dass es für dich eigentlich schlimm war. Hatte das Ganze vielleicht aber irgendwie auch was Gutes, weil man so das Gefühl als Sportler hat, ich kann ja gar nicht helfen, oder ist das ein blöder Gedanke? Ja, ist ein blöder Gedanke. Ich habe natürlich dann für mich probiert, einen Weg zu finden, wie ich die Mannschaft unterstützen kann. Und die Mannschaft hat mir immer gezeigt, dass ich ein großer Teil davon bin und haben immer meine Ratschläge und Tipps angenommen. Und ich bin jetzt dann keiner gewesen, der sich in sein Schneckenhaus verzogen hat und sich da versteckt hat, sondern ich habe dann schon probiert, viel mit der Mannschaft zu kommunizieren und dann unseren Jungs weiterzuhelfen, dass das dann am Ende ein positives Ende hat. Du hast eben schon viel von der Mannschaft aus der letzten Saison gesprochen. Ich habe das jetzt so wahr, oder ich glaube, dass es so ist, dass es ganz, ganz selten im Basketball so ist und vor allem auch in der Easy Credit BBL, dass sich ein Team so komplett auflöst und dass so gar nichts davon zurückbleibt, auch an dem Standort. Wie würdest du das einschätzen? Also auch als Sportler, dass man eine ganze Saison zusammenspielt, so erfolgreich zusammenspielt und dann endet es mit so einem Spiel 4, dann steigen alle in den Bus und das war dann das letzte Spiel. Ich stelle mir das ganz komisch vor, aber ich weiß es ja wirklich einfach nicht und ich frage mich aus Sportlersicht, wie man damit umgeht, dass so ein Team sich dann einfach auflöst. Ich meine, man weiß es ja vor der Saison, aber wenn auch so nichts zusammenbleibt. Ja, ich meine, Coach hat die Saison über schon drüber gesprochen, dass es die Mannschaft so nicht zusammen, nicht mehr nochmal so zusammenspielen wird und wir wirklich die Zeit genießen sollen und auch nutzen sollen. Und es hätte auch, wäre auch eine andere Mannschaft gewesen, wenn nur 2 oder 3 Spieler gegangen wären, wären auch wieder 2 neue, 3 neue Spieler gekommen. Ich glaube, es passiert einfach selten, dass eine Mannschaft wirklich konstant 12 Spieler über mehrere Jahre zusammenbleiben. Und das ist einfach der Lauf der Zeit im Basketball, dass kurzzeitige Verträge nur ausgegeben werden. Und wenn du dann in einer erfolgreichen Mannschaft spielst, die vielleicht vom Budget her nicht unter die Top 4 gehören und Spieler sich auch weiterentwickeln. Ich nenne jetzt ein Beispiel Tyson Ward zum Beispiel, der davor in Würzburg war, jetzt 2 Jahre bei uns, hat einen riesen Schritt nach vorne gemacht. Dann ist klar, dass irgendwann Top-Clubs anklopfen und bessere Angebote verteilen. Und in dem Fall war es halt einfach eine Situation, ich sage jetzt auch mal eine ungewöhnliche Situation gewesen, dass der Trainer in einem Verein unterschreibt, der die finanzielle Möglichkeit hätte oder hat, Spielern mehr Geld zu bezahlen und er vertraut einfach den Spielern, die er mitgenommen hat und deswegen sind dann viele gegangen und keiner am Ende mehr in Bonn geblieben. Wie ist das für den Verein, wie ist das für die Fans, wenn so gar nichts übrig bleibt? Ja, ich meine, ich habe nur ein bisschen über Social Media natürlich mitbekommen, dass viele enttäuscht darüber waren. Für mich war es auch ein Schritt,
Ja, ich meine, ich glaube, mein Schritt nach Hause zu gehen, haben viele verstanden. Ich hatte zwei unglaublich geile Jahre in Bonn, viel Wertschätzung bekommen, die ich so eigentlich noch nie wirklich in meiner Karriere erfahren habe. Und ich war natürlich auch irgendwie in der Hinsicht enttäuscht, aber auch froh, was wir da jetzt in der Geschichte von Bonn jetzt geleistet haben, weil wir uns da im Endeffekt fast schon ein bisschen unsterblich gemacht haben mit der Mannschaft. Und klar waren sie enttäuscht, aber es, am Ende des Tages ist es einfach der Lauf der Zeit, wie sich so eine Sportmannschaft entwickelt. Und ich glaube, dass sie auch dieses Jahr eine tolle Mannschaft zusammengestellt haben. Und wir werden sehen, wie das laufen wird. Ich glaube, Enttäuschung ist absolut falsch, sondern mehr der Gedanke, dass ihr da Geschichte geschrieben habt. Ja, aber genug von der Vergangenheit, blicken wir in die Zukunft. Du bist zurück im Bamberg, zurück in deine Heimat. Du hast eben schon angesprochen, dass du da zusammen mit deiner Frau und den Kindern ein Haus baust. Kind, stimmt, ein Kind, ein. Ja, dann finde ich doch klar. Das heißt, worauf freust du dich am meisten, zurück zu sein oder Off-Court, On-Court? Ja, also prinzipiell natürlich erstmal wieder mit meiner Familie vereint zu sein. Die beiden waren jetzt schon seit letzter Saison komplett in Bamberg gewesen, weil mein Sohn in die Schule gegangen ist und wir uns dafür entschieden haben, dass wenn er in die Schule kommt, wir ihn in einer Schule fest platzieren wollen, damit er da wirklich sein Umfeld aufbauen kann. Deswegen haben wir uns im Endeffekt immer nur sehr sporadisch gesehen. Wenn es von der Zeit her gepasst hat, bin ich mal einen Tag nach Bamberg gefahren oder sie haben mich ein Wochenende in Bonn besucht. Und das ist natürlich jetzt der erste ausschlaggebende Punkt, worauf ich mich da am meisten gefreut habe, wieder mit der Familie vereint zu sein. Aber nichtsdestotrotz jetzt auch wieder die Farben des Bamberger Basketballs zu tragen, die ich ja davor schon fast 8 Jahre getragen habe. In der Stadt, wo ich geboren und aufgewachsen bin, wo ich meine komplette Jugend im Basketball verbracht habe. Und habe natürlich jetzt verfolgt die letzten Jahre, wie es in Bamberg lief und möchte jetzt meinen Teil dazu beitragen, dass da wieder was entsteht in Bamberg, was in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen vermisst wurde. Du hast jetzt selber schon so ein bisschen die Entwicklung von dem Verein Bamberg angesprochen. Jetzt bist du wieder zurück. Kannst du so ein bisschen einschätzen, wie deine Rolle im Team aussehen soll? Im Bamberger Kader hat sich ja auch sehr viel geändert. Was sind vielleicht deine persönlichen Ziele? Also der Trainer bezeichnet mich und Patrick immer als Mama und Papa in der Mannschaft. Gestern hat sich herausgestellt, dass ich der Papa sein darf und Patrick darf die Mama sein. Beruflich haben das? Weil wir im Endeffekt die zwei Ältesten sind mit der meisten Erfahrung. Wir haben jetzt ein paar Jungs, die frisch aus dem College kommen. Ein paar Jungs, die in Europa noch nicht so hochklassig gespielt haben. Und wir zwei einfach die meiste Erfahrung mitbringen und auch das den Jungs wiedergeben sollen. Also ähnlich wie im letzten Jahr soll ich so ein bisschen der Ruhepol in der Mannschaft werden, die Ruhe reinbringen, den ganzen, wie sagt man so schön, Haufen ein bisschen zusammenhalten. Und dann einfach für mich persönlich der Mannschaft das geben, was sie braucht, was ich schon die Jahre davor auch immer gemacht habe. Ich bin jetzt nicht der Messias, der jetzt irgendwelche Wunder in Bamberg bewirkt oder Sachen macht, die ich davor noch nie gemacht habe, sondern ich werde ich selber sein. Und gucken, dass wir da auch wieder eine gute Außenwirkung in der Stadt erzielen können, damit wir da wieder was aufbauen können. Ich bin mir sicher, du wirst es gut machen, Carsten. Ich wünsche dir viel Erfolg und vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.